Also, ich würde sagen, wir müssen uns erstmal so gegeneinander. Ne? Also, machen so ja. Die Mädels stellen in die Mitte. Also, die Mädels stellen sich in die Mitte und wir fassen uns so an. Und nehmen uns ja. Wie viele Schüler passen auf einen Kasten? Um dieser Frage nachzugehen, bedarf es Gleichgewichts- und Beweglichkeitsfähigkeit eines jeden einzelnen Schülers. Und vor allem Teamfähigkeit, denn hier muss die Gruppe miteinander Absprache halten über die Abfolge und Form aller Bewegungen. Schüler, die noch nicht auf den Kasten geklettert sind, können von unten dirigieren, zusätzliche Hilfestellung beim Aufstieg leisten und Schüler an den Seiten absichern. Der einzelne Schüler baut seine möglichen Hemmschwellen gegenüber dem Kasten ab, indem er äußerst brenzlige, vielleicht sogar gefährliche Situationen auf dem Gerät kennenlernt. Um zum Ende hin letzte Lücken auf dem Kasten zu füllen, kann der Lehrer als helfende Hand beim Aufstieg eingreifen. Übrigens, hier sind es 14 Studenten, die auf dem Kasten stehen. Als Variation 12 auf dem Kasten liegende Studenten und 12 Studenten, die auf dem Kasten sitzen.